Herkules stirbt in der Eifel bei Metternich. Ja, sicherlich bist du genauso erstaunt wie ich, weil ich dachte mal, er wäre ganz woanders gestorben. Und vor allen Dingen, warum ist denn Herkules eigentlich in der Eifel? Hören wir uns doch die Legende an. Herkules ist sein lateinischer Name und Herakles ist sein altgriechischer Name. Wer waren seine Eltern? Herkules Eltern waren einmal Alkmene, das heißt die Starke, und sie war eine ganz normale Frau, ein Mensch. Und sein Vater war Zeus. Er war Gott. Dabei haben wir Kakus. Sein Vater war Vulcanus, ein römischer Gott. Seine Mutter, ihr seht die Fragezeichen da. Ich habe dann nach langem Suchen den Namen Menata gefunden und das wäre dann die Göttin der Geburt. Wenn jemand was anderes weiß oder findet, schreibt das bitte in die Kommentarfelder rein. Aber seine Schwester war Kaka und die war Vestalin. Kakus heißt, ist lateinisch und heißt übersetzt Kadaver. Griechisch ist das schlecht oder böse. Und Kaka, da brauchen wir auch nicht lange überlegen, was das übersetzt heißt. Herkules zog den Rhein hinauf, um seinen Onkel Hades bei Bonn zu besuchen. Hades ist der Gott der griechischen Unterwelt. Herkules, Herakles. Herkules ging dann von Bonn aus nach Herkelstein bei Mechernich. Hier in Herkelstein ließ er sich nieder. Er lebte in einer Hütte. Er genoss die Tage und die Ruhe. Doch an diesem Tage ahnte er nicht, dass sein Idyll bald zerstört werden würde. Denn unten im Tal spielte sich bereits ein Drama ab. Vor seinen Füßen landete ein schreiender Mann. Dieser sah Herkules und hatte immense Angst. Er kniete sich vor ihm nieder und schrie: Tu mir nichts, tu mir nichts. Und dann erzählte er ihm weinend seine Geschichte. Kakus, der in den Höhlen wohnt, hat ihn in die Luft geschleudert. Doch was hat Kakus getan? Kakus ist Römer. Die Menschen haben Angst vor ihm. Er raubt, bedroht und nimmt sich, was er haben möchte. Er ist ein feuerspeiender Riese nach Vergil. Kakus hatte die Tochter des Mannes geklaut und hielt sie in den Höhlen gefangen. Der Mann wollte natürlich seine Tochter zurückhaben von Kakus und ist zu den Höhlen gegangen. Doch Kakus sah das gar nicht ein. Warum soll er denn eine Tochter zurückgeben, die ihm gefällt, wer weiß, was er mit ihr noch machen wollte? Und der Vater bettelte und flehte Kakus an. Doch da wurde Kakus so wütend, dass er den Vater nahm und durch die Luft schleuderte, sodass er dann wirklich fast 6 Kilometer durch die Luft flog und vor Herkules landete. Als Herkules dieses hörte, sprang er wütend auf und schrie: Kakus, das war das letzte Mal! Er nahm die Steine, die überall rumlagen, und schleuderte sie runter in das Tal. Kakus war natürlich auch nicht besser und er hat die Steine zurückgeschleudert. Und so flogen die Steine stundenlang hin und her und es kam zum Kampfe. Natürlich tötete Herkules Kakus. Die Einwohner der Orte waren so dankbar,
Sie konnten wieder ohne Angst leben. Auch für Herkules ging alles nicht unverletzt aus, sondern er war sehr schwer verletzt und deswegen trugen die Menschen ihn nach Hause. Doch leider erlag Herkules seinen Verletzungen. Aus Dankbarkeit nannten sie den Ort, in dem sie Aus Dankbarkeit nannten sie den Ort, in dem Herkules lebte, Herkelstein. Die folgenden Bilder, die ihr nun sehen werdet, stammen alle von der Kakushöhle. Im Anschluss werdet ihr dann auch noch 2, 3 Bilder vom Herkelstein sehen. Und ich kann euch wirklich empfehlen, es ist wirklich ein Ausflug wert. Also wenn ihr in die Eifel fahrt und ihr habt nichts zu tun, dann fahrt zur Kakushöhle. Also man findet rechts einen Parkplatz. Und ja, also wenn man von oben kommt, rechts und gegenüber, wo halt die Kakushöhle ist, entschuldigt bitte, da gibt es auch einen Parkplatz, ein kleines Restaurant, es gibt sogar Toiletten da. Und besucht einfach die Höhle. Es macht so einen Spaß. Aber wenn ich einen Tipp geben darf, ich war ja im Oktober da und ich war am Wochenende da und da war schon ziemlich viel los. Also wenn ihr es schafft, unter der Woche. Was ich traurig finde, ist, dass an dem Ort kein einziger Hinweis ist von dieser Legende. Dafür andere Sachen, die ebenso informativ sind. Ich danke euch für das Zuhören. Daumen hoch, wenn euch der Beitrag gefallen hat. Abonniert den Kanal und schreibt bitte unten in die Kommentare einen kleinen Kommentar. Vielen Dank.